Ein Gigant in Sichtweite von Mexico City. 20 Millionen Menschen leben dort. El Popo oder Don Goyo wird er von den Menschen genannt, die zu Füßen des Vulkans leben. Seit 1994 ist der Popocatépetl wieder aktiv. Vor 10 Jahren mussten über 56.000 Menschen evakuiert werden. Damals begann die Eruption um 7 Uhr abends. Als sie stärker wurde, haben wir aber trotzdem nicht das Haus verlassen. Das Militär kam und forderte alle auf, die Häuser zu verlassen. Aber wir haben das Licht ausgeschaltet und uns versteckt. Als sie weg waren, sind wir auf das Dach gegangen und haben uns den Ausbruch angeschaut. Julia Chalchi lebt mit ihrer Familie in einfachsten Verhältnissen. Für die Menschen hier ist der Vulkan wie ein Familienmitglied. Er liebt sie, er kennt sie und nimmt auf sie Rücksicht. Die Regierung weiß gar nichts. Die sind schlecht informiert. Die leben nicht hier. Aber wir. Wir gehen zum Berg und sehen Don Goyo. Wenn wir dorthin schauen, sehen wir den Iztaccíhuatl. Wir wissen daher besser Bescheid als die Regierung. Die Menschen vertrauen dem Vulkan und den Misioneros del Temporal, sogenannte Regenmacher, wie Don Epifanio. Der Vulkan ist ein Wesen, er ist wie eine Person. Aber er ist auch eine Kirche, jedenfalls für mich. Er fühlt Dinge. Wenn er ausbricht, dann deshalb, weil er sich verlassen fühlt. Weil es keine Zeremonien gibt, weil die Menschen die heiligen Orte und Rituale nicht achten. Das ist vergessen worden, daher fühlt er sich verlassen. Don Epifanio hat eine besondere, eine spirituelle Verbindung zum Popocatépetl. Mit 12 Jahren nahm ihn eine Tante mit zu den ersten Vulkanritualen. Der Popocatépetl ist für ihn ein Ort, an dem Engel leben und mit den Menschen in Verbindung treten. Beim letzten großen Ausbruch sind viele Menschen geflohen. Ich bislang nicht. Ich habe keine Angst vor einem Ausbruch. Ganz im Gegenteil. Ich muss dann sogar hingehen und ein Reinigungsritual abhalten. Denn irgendetwas stimmt nicht. Wir glauben, dann leidet etwas. Gott wird dieses Leiden abwenden und uns schützen, damit uns nichts passiert. Don Epifanio wohnt mit seiner Familie im kleinen Dorf Metepec, in Sichtweite des Popocatépetl. Jetzt, Ende September, nach einer langen Regenzeit, bricht er an diesem Morgen mit Männern aus dem Dorf auf, um am Vulkan für die Ernte der Saison zu danken. Der stundenlange Aufstieg ist mühsam. Der Regen der vergangenen Wochen hat den Boden aufgeweicht. Wir werden von Engeln geleitet. Sie überbringen uns Nachrichten, die uns sagen, was wir tun müssen, um das zu bekommen, was wir brauchen. Nämlich Regen. Oder wenn Stürme kommen, haben wir Träume. Dann wissen wir, was wir machen müssen, damit diese Stürme sich beruhigen und uns nichts anhaben. Die Misioneros del Temporal haben einen tiefen christlichen Glauben. Die Zeremonien führen aber auch zurück in die Zeit vor Ankunft der Spanier. Die Azteken verehrten am Vulkan ihre Regengötter. Julio Glockner ist Anthropologe. Seit 13 Jahren begleitet er die Misioneros an den Popocatépetl.
Die Rituale sind sehr wichtig. Es geht nicht nur um eine Beziehung mit dem Vulkan als Naturphänomen. Die gesamte Natur hat eine Art parallele Existenz, eine spirituelle Existenz. Die Vulkane haben eine Seele, aber auch Wolken, der Wind, Flüsse und Pflanzen. Die Aufgabe der Rituale ist es deshalb, mit dieser parallelen Welt durch den Akt des Rituals in Verbindung zu treten. Don Epifanio ist aufgebracht. Der heiligste Ort am Vulkan ist von anderen schmutzig zurückgelassen worden. Hier dürfen keine Totenkreuze aufgestellt werden, denn an diesem Ort ruhen sich die Engel aus, die für Wind, Wolken, Blitz und Donner verantwortlich sind. Dies ist ihr Platz. Totenkreuze gehören auf den Friedhof, nicht hierhin. Leider gibt es immer wieder Leute, die solche Kreuze aufstellen. Aber wir können uns hier nicht herumstreiten. Schließlich ist das ein heiliger Ort. Im Glauben der Menschen sind die Vulkane mit der spirituellen Welt verbunden. Sie sorgen für Wasser und erhalten daher das Leben auf der Erde. Saludando a tu belleza y en tu reino celestial. Mit dem Ritual reinigen Don Epifanio und die Männer die heiligen Orte am Popocatépetl. In ihrem Glauben verhindern sie so, dass die Engel Unreines aufnehmen und sich zu etwas Negativem entwickeln, zum Beispiel zu Unwetter. Wenn die Aktivität am Vulkan zunimmt, er sogar droht auszubrechen, dann, weil er sich von den Menschen verlassen fühlt. Gerardo Carrasco ist Vulkanwissenschaftler. Mit einem Kollegen ist er unterwegs am Popocatépetl. 25 Millionen Menschen leben im Großraum des Vulkans. Am gesamten pazifischen Feuerring gibt es keinen anderen Vulkan, der so viele Menschen bei einem starken Ausbruch gefährden könnte. Hier haben wir Magma von der Eruption. Es ist sehr porös. Das zeigt, dass bei der Eruption viele Gase vorhanden waren. Dadurch wurde dieses ganze Material weit in die Höhe geschleudert. Danach fiel es herunter und bildete diese Schicht. Die beiden Wissenschaftler sind Geologen. Mit ihrer Spurensuche können sie genau feststellen, wie die gewaltigen Ausbrüche am Popocatépetl in der Vergangenheit abgelaufen sind. An einer riesigen Bruchkante sind die Schichten aus Vulkanasche, Lava und Ablagerungen der sogenannten pyroklastischen Ströme, das sind heiße Aschewolken, deutlich zu sehen. Das hat mit Sicherheit den ganzen Wald verbrannt, der sich hier befand. Denn hier sieht man organisches Material eingeschlossen, das verbrannt wurde. Das ist ein Beweis dafür, dass Temperaturen von über 200 Grad herrschten. Diese Aschewolken sind ein Hinweis darauf, dass der Vulkan in der Zukunft eine sehr zerstörerische Kraft haben kann. Und zwar bis in weite Entfernungen. Seit 3 Jahren ist das Gebiet um den Popocatépetl in einem Umkreis von 12 Kilometern abgesperrt. Nur die staatliche Vulkanüberwachung SENAPRED hat hier Zugang. Mit einer Sondergenehmigung kann Gerardo Carrasco an diesem Tag die SENAPRED-Mitarbeiter begleiten. Selbst die Vulkanologen kommen normalerweise nicht ohne weiteres so dicht an den gefährlichen Giganten heran.
Chenapred hat den Popocatépetl mit zahlreichen Messstationen umgeben. Er ist einer der am besten überwachten Vulkane des gesamten Feuerrings. In Echtzeit werden die Messdaten zu den Vulkanwissenschaftlern und dem Katastrophenschutz nach Mexico City gesandt. Obwohl die Aktivität des Vulkans in den letzten Jahren geringer geworden ist, gibt es keine Entwarnung. Das Wissen über die künftige Aktivität des Vulkans basiert auf dem Wissen über die Ausbrüche der Vergangenheit. Je mehr wir über die Ausbrüche der Vergangenheit wissen, umso besser können wir künftige Ausbrüche vorhersagen. Vor 2000 Jahren kam es zu einem katastrophalen Ausbruch. Zehntausende Menschen flohen. In sicherer Entfernung wurde Cholula gegründet und die größte Pyramide der Welt gebaut. Die Spanier schütteten nach ihrer Ankunft die Pyramide zu und setzten eine Kirche auf die Spitze. Die Pyramide von Cholula sollte den Vulkan besänftigen, der zuvor die Menschen vertrieben hatte. Gabriela Uroniela und Patricia Planquet fanden bei Ausgrabungen spektakuläre Zeugnisse einer tiefen Vulkanverehrung. Diese konnten sie mit dem gewaltigen Ausbruch vor 2000 Jahren in Verbindung bringen. Das sind einige der Skulpturen von den Vulkanaltären. Wie Sie sehen, gibt es sie immer paarweise. Jedes Haus hatte andere Skulpturen und für den Hausaltar eine bestimmte Form. Diese Figur, die wir fanden, ähnelt auch anderen. Immer wieder das Bild einer Person, die bläst. Sie stand immer oben auf dem Vulkanaltar im Haus. Wir denken, das stellt den Popocatépetl in menschlicher Form dar. Es ist eine Personifizierung des Vulkangeistes. Die Wissenschaftlerinnen sind überzeugt, die Rituale mit kleinen Vulkannachbildungen begannen nach dem großen Ausbruch, der so viele Menschen vertrieben hatte. Dieses Gesicht stand aufrecht auf einer kleinen Erhebung, die sich so in eine größere Erhebung fortsetzte. Darunter befanden sich kleine Kamine. Wenn in diesen Kaminen etwas verbrannt wurde, stieg der Rauch hinter den Skulpturen auf. Wir glauben, damit wollte man den Rauch nachbilden, der noch immer aus dem Vulkan aufsteigt. Morgens um 6 Uhr. Noch ohne Smog ist der Popocatépetl von Mexico City aus zu sehen. Die ständig wachsende Riesenmetropole ist umgeben von aktiven und erloschenen Vulkanen. Viele, die hier leben, wissen nicht einmal, dass die Hügel am Stadtrand eigentlich Vulkane sind. Apartmentgebäude in einem ausgehöhlten Krater. Andere Vulkane werden nach und nach abgetragen, die Steine zum Straßenbau verwendet. Der Cerro de la Estrella war bereits für die Azteken ein heiliger Ort. Tlaloc, der Regengott, wurde in Höhlen des ehemaligen Vulkans verehrt. Moderne Nachfahren der Azteken haben die Höhlen für Zeremonien wiederentdeckt. Eine Rückbesinnung auf aztekische Rituale, vermischt mit christlichen Elementen. Auch den Ahnen wurde in aztekischer Zeit bei solchen kultischen Handlungen gedacht. Hey.
Der Regengott Tlaloc wird angerufen. Für die Azteken zählte er zu den wichtigsten Gottheiten. Im heutigen Mexiko hat die Ahnenverehrung einmal im Jahr ihren besonderen Höhepunkt. Der Día de los Muertos. Auch am Cerro de la Estrella findet Anfang November eine Prozession statt. Tausende strömen den erloschenen Vulkan hinauf. Das aztekische Pelota de Fuego wird gespielt. Eine Art Hockey mit einem Feuerball. Mexico City liegt in einem riesigen Tal, umgeben von Vulkanen. Die Kathedrale am zentralen Zócalo. Die Spanier bauten sie aus den Vulkansteinen einer niedergerissenen Pyramide der Azteken. Die Fassaden der meisten Gebäude der Altstadt wurden mit roten oder schwarzen Lavasteinen gebaut. Wo sich einst Lavafelder erstreckten, das Olympiastadion. Und die berühmte Universität UNAM. Eine Stadt, gebaut auf und mit Lava. Auch im 20. Jahrhundert haben Mexikos Vulkane viele Architekten beeinflusst. El Pedregal, ein moderner Villenvorort. In den 50er Jahren waren hier noch Lavafelder. Ein Architekt schuf Villen, die mit Lavasteinen gebaut wurden. Für Künstler waren Vulkane schon immer faszinierend. Mythen von Schöpfung und Zerstörung. Der Urzustand der Erde. Auch in der Gegenwartskunst. Music of the Stones. Die Musik der Steine. Eine Installation des Amerikaners William Berry. Vulkangestein kann wieder zu Staub zerfallen. Es ist empfindlich wie Glas. Beim Drucken bemerkte ich, dass die Steinräder Abdrücke hinterließen, die immer unterschiedlich waren. Für mich sah das aus wie Musiknoten. Mein Neffe ist klassischer Cellist in New York. Er interpretierte mir diese Drucke für die oberen 10 Noten auf dem Cello. Die Lavasteine wurden so geschliffen, dass sie wie Scheiben auf Holzstäbe passten. Angemalt und über die Papierbahnen gerollt, komponierten 9 Musiker experimentelle Musikstücke dazu. Vicente Rojo ist der bekannteste Gegenwartskünstler Mexikos, der sich in seinen Arbeiten mit Vulkanen auseinandersetzt. Krater oder konstruierte Vulkane sind die Titel seiner Arbeiten. Hier im dunklen Bereich, das ist die Asche vom Popocatépetl. Sie wurde darauf geklebt, als das Bild fertig war, um den Glanz zu erhalten, den die Steine besitzen. Das ist ein gutes Beispiel, an dem man die Vereinigung der 2 Elemente sehen kann. Das konstruierte und das reale Element, was wirklich die Asche des Popo ist. Der Kreis als abstrakte Idealform eines Kraters. Vulkanasche, die mit Farben vermischt wurde. Vicente Rojo spielt in seiner Kunst mit den Gegensätzen von Abstraktion und Wirklichkeit. Hinaus in diese Wirklichkeit zieht es jede Woche den jungen Maler Jorge Obregón. Im Morgennebel erhebt sich der Popocatépetl über die umliegenden Dörfer. Vulkane sind für den Künstler zu einer wahren Obsession geworden. In Mexiko hat er bereits fast alle gemalt. Wie José María Velasco im 19. Jahrhundert und der berühmte Dr. Attel im 20. vor ihm, auch für Jorge Obregón
sind Vulkane das beherrschende Thema in seinen Bildern. Kunst, Musik, Architektur. Mexiko ist geprägt von seinen Vulkanen. Als ich an die Universität kam, wusste ich nichts von den ganzen Vulkanen. Ich kannte den Popocatépetl, Iztaccíhuatl und zwei, drei andere und dachte, gut, das sind unsere Vulkane. Als ich dann zum Malen auf Hügel stieg, entdeckte ich die Krater. An der Universität fragte ich Geologen, was das sei. Sie erklärten mir, wir leben auf dem Vulkangürtel, der vom Golf von Mexiko bis zum Pazifik reicht und voller Vulkane ist. Den Colima-Vulkan hat Jorge bereits mehrfach gemalt. Er liegt nahe der pazifischen Küste. Erst von oben sieht man, wie aktiv er ist. Im Krater baut sich seit 4 Jahren ein neuer sogenannter Lavadom auf. Mittlerweile wird die Lava bei Eruptionen über den Kraterrand gedrückt und Gerölllawinen stürzen ins Tal. Seit 10 Jahren arbeitet der britische Vulkanwissenschaftler Nick Varley an der Universität von Colima. Es ist einer der aktivsten, wenn nicht sogar der aktivste Vulkan Nordamerikas. Seit 1998 ohne Unterbrechung. Ständig überwachen die Wissenschaftler den Vulkan. 300.000 Menschen leben in unmittelbarer Nähe. Mit einer Wärmekamera kontrolliert Nick Varley an diesem Morgen die jüngsten Aktivitäten des Colima. Der wachsende Lavadom macht dem Wissenschaftler Sorgen. Eine plötzliche heftige Explosion würde Unmengen von Geröll, Lava und heiße Aschewolken ins Tal schleudern. Eine Gefahr für die Menschen in den nahegelegenen Dörfern. Mit einer Wärmekamera erkennen wir, welche Teile des Lavadoms heißer sind. Das zeigt, wo das Magma herkommt. Wir müssen verstehen, wie sich Lavakristalle formen, wenn Lava abkühlt. Und wir untersuchen die austretenden Gase. Das Ziel der Wissenschaftler ist es, Ausbrüche präziser vorhersagen zu können. Nur 7 Kilometer vom Krater entfernt liegt das kleine Dorf La Yerba Buena. Wiederholt evakuierte man die Menschen, ohne dass es zum befürchteten Ausbruch kam. Jetzt wirkt der Ort wie ausgestorben. Vulkanasche auf dem Sportplatz, die Schule ist geschlossen. Militärische Sonderzone, besagt dieses Schild. Denn einige Familien weigerten sich, den Anordnungen der Behörden zu folgen. Von einst 50 Familien leben nur noch 10 hier. Eine davon ist die von Alicia Mejia. Trotz Schikanen der Behörden und des Militärs will sie in La Yerba Buena bleiben. Donde quiera ir riesgo. Risiko gibt es überall. Aber wir sind daran gewöhnt, in der Nähe eines Vulkans zu leben. Sie wollten uns immer wieder von hier evakuieren, wenn es am Vulkan rumorte. Aber die Gefahr ging immer vorüber. Worin soll denn die Gefahr bestehen? Am Dom des Vulkans kommt es manchmal zu Ausbrüchen. 2 bis 3 Stunden später kommen dann die Behörden und wollen uns evakuieren. Aber da ist es immer schon wieder vorbei. Es gab also nie einen Grund, von hier wegzugehen. Den Familien, die gingen, baute die Regierung einige Kilometer entfernt kleine Häuser. Dort ist auch die Schwester von Alicia hingezogen. Sie glaubt, La Yerba Buena sei zu gefährlich. Wir sind aufgrund der Warnungen über die Gefahren hergezogen, die der Zivilschutz uns gab. Ich habe 2 Kinder. Meine Tochter hatte Asthma, das scheint jetzt weg zu sein. Das andere Kind hatte das auch und man sagte uns, das sei durch die Asche verursacht. Ich glaube, meine Schwester begeht einen Fehler. Sie sollte diese Entscheidung für ihre Kinder treffen und herziehen. Aber sie macht es nicht.
Die Bevölkerung sollte besser über die Risiken informiert werden und bereits vor Evakuierungen von den Behörden angehört werden. Sonst kommt es weiter zu Konflikten, schätzt Nick Varley. Es gibt kaum ein anderes Naturphänomen, das lebendiger ist als ein Vulkan. Er ist völlig natürlich, hat aber Stimmungen. Ja, sogar Stimmungsschwankungen wie eine Person. Daher finde ich es nicht überraschend, dass Kulturen, die überall in der Welt an Vulkanen leben, sie personifizieren. Dass es Mythen von Bestien oder anderen Tieren und von Göttern gibt. So wie sie auch ihre Aktivität ständig verändern. Letztlich interessiert das auch viele Wissenschaftler. Diese Verbindung von harten Fakten und solchen alten Mythen. Wärmekamera und Gasmessgerät halten an diesem Nachmittag eine heftige Explosion des Colima fest. An den Flanken des Vulkans stürzen riesige Aschewolken und Lavageröll hinab ins Tal. Der fast 4000 Meter hohe Riese kommt nicht zur Ruhe. Die Reise geht weiter am pazifischen Feuerring von Mexiko nach Guatemala. Vor der Pazifikküste des Landes versinkt die sogenannte Kokosplatte unter die karibische Erdplatte. Dadurch entstand eine mächtige Gebirgskette, die Cordillera, mit Guatemalas gewaltigen Vulkanen. Drei Vulkane sind zurzeit aktiv. Der Fuego schleudert fast stündlich riesige Aschewolken in die Luft. Das Land der Mayas ist ein Land der Vulkane. Quetzaltenango ist die zweitgrößte Stadt Guatemalas. Sie liegt im Schatten des Santa Maria-Vulkans. Die beiden Maya-Priester Carlos Escalante und Oscar Boy auf dem Markt der Stadt. Erst seit Ende des Bürgerkriegs 1996 können die Maya ihre religiösen Zeremonien wieder öffentlich abhalten. Beide kaufen an diesem Tag Kerzen und Opfergaben für eine Zeremonie auf dem Gipfel des Santa Maria-Vulkans. Oscar und Carlos gehören einer Minderheit an. Die beiden sind Anhänger der alten Maya-Religion. Nur 2% der Guatemalteken sind nicht katholisch oder protestantisch. Am Abend bei Carlos Escalante zu Hause. Vor einem kleinen Altar werden die Opfergaben ausgebreitet und geweiht. Es ist eine Art Reinigungsritual. Eine Vorbereitung für den schwierigen Aufstieg zum Vulkan am nächsten Morgen. Vulkane sind für sie heilige Orte, ja sogar heilige Wesen. Wir erbitten von den Vulkanen Quetzaltenangos, vom Santiaguito, vom Cerro Quemado, vom Chicabal und vom Sunil, dass sie uns heute Nacht beschützen. Wenige Stunden später, im Morgengrauen, beginnt der vierstündige Aufstieg. Neben den beiden Maya-Priestern Carlos und Oscar sind noch 20 weitere Gläubige dabei. Sechs Träger schleppen die Opfergaben und weiteres Zubehör für die Zeremonie den Berg hinauf.
Von 2000 Meter geht es auf fast 4000 hinauf. Die dünne Luft macht allen zu schaffen. Nach über 4 anstrengenden Stunden haben es alle geschafft. Vom Gipfel des Santa Maria-Vulkans öffnet sich ein schier endloser Blick auf die Vulkankette, die Guatemala durchzieht. Der Ort für die Zeremonie wird gereinigt. Auch eine andere Gruppe von Mayas hält auf dem Vulkan eine Zeremonie ab. Die Götter, die Natur und die Vorfahren werden angerufen. Wir haben sehr großen Respekt vor den Vulkanen. Gestern, bevor wir hierher gekommen sind, haben wir alle meditiert. Ich habe vorher 4 andere heilige Orte besucht, um mich zu reinigen. Ich war auch in der Sauna, damit aus mir die schlechten Energien entweichen. So habe ich mich zusätzlich gereinigt und meinen Respekt bezeugt. Manches verstehen wir nicht sofort, es geschieht langsam. So wird die Mutter Natur nicht durch uns gestört. Die Zeremonie beginnt mit dem Tanz des sogenannten Ajits und seinem jungen Schüler. Eine Art Priester des Santa Maria-Vulkans, der für Weisheit steht. Die Tierfiguren symbolisieren Mut, Geduld und Standhaftigkeit. Die Figur des Affen mit der Peitsche stellt Entschlossenheit und Tatkraft dar. Aus den 4 Himmelsrichtungen kommend, werden die Opfergaben geehrt, die der Natur dargebracht werden. Jede Kerzenfarbe hat eine symbolische Bedeutung. Blau, klar wie der Himmel, steht für Klarheit des Geistes. Die grünen Kerzen symbolisieren die Natur, die Nahrung der Menschen und alles neu Heranwachsende. Carlos Escalante beschwört die Geister der Maya. Wir benötigen sehr viel mehr Anstrengungen, um mit dem Vulkan in Verbindung zu treten. Mit den Vulkanen unseres Volkes, dem Santiaguito, dem Cerro Quemado, dem Chicabal, die alle zu Quetzaltenango gehören. Es wird den Geistern, den Vorfahren und der Natur gedankt, dass sie die Menschen leiten und schützen. Die Vulkane nahmen für die Maya bereits in der Vergangenheit einen besonderen Platz in ihrer Kosmovision ein, dem Glauben vom Einssein der realen und spirituellen Welt. In Takalik-Abach zeugen Ruinen von der Hochkultur der Maya. Der Ort war eine der bedeutendsten Handelsstädte Mittelamerikas. Einige Ruinen zeigen, wie präzise das astronomische Wissen der Maya war. Die genaue Bestimmung der Jahreszeiten war wichtig für die Landwirtschaft. Aussaat, Ernte, Regenzeit, das alles erforderte einen exakten Kalender. Christa Schieber und Marian Popenoe entdeckten, dass Vulkane dabei eine entscheidende Rolle spielten. Vulkane haben auch etwas mit dem Inneren der Erde zu tun. Wenn wir über den Himmel reden, müssen wir auch die Unterwelt der Mayas betrachten. Die Sonne ging abends hinab in die Unterwelt. Die Erde war für die Mayas flach. Also wanderte die Sonne durch die Unterwelt und hatte dort Begegnungen. Vulkane brechen aus dem Inneren hervor. Sie wissen, was in der Unterwelt existiert. Niemand sonst hat diesen Kontakt, denn sonst kommt nichts aus dem Inneren.
Bei ihren Ausgrabungen entdeckten die Forscherinnen einen geheimnisvollen Altar. Damals war der Blick auf die Vulkane noch nicht durch Bäume versperrt. Opfergaben und Keramiken umgaben den Altar. Zwei Füße waren in den Stein gemeißelt. Erst als sich ein Arbeiter in die Abdrücke stellte, wurde klar, dies war ein Observatorium. Wer stand auf diesem Altar? Zu welchem Zweck? Warum gerade an diesem Ort? Er hätte die Vulkane der Cordillera gesehen. Wenn man heute die großen Bäume wegnehmen würde, könnte man die Zickzackformen der Cordillera wiedersehen. An einem ganz bestimmten Punkt, über einem bestimmten Gipfel, würde zum Beispiel am 21. Dezember die Sonne hinter den Bergen aufgehen. In Takalik Abach nutzten die frühen Mayas die Vulkane für ihre Zeitmessung. Der Pacaya-Vulkan ist der gefährlichste Vulkan Guatemalas. Er liegt nur 40 Kilometer von der Hauptstadt des Landes entfernt. Ende Mai 2010 gab es den letzten schweren Ausbruch. Zwei Menschen starben. Asche ging auf Guatemala City nieder. Der Flughafen wurde geschlossen. Durch die Explosionen wurde ein ganzer Teil der Vulkanspitze fortgeschleudert. Die Menschen kehrten bald darauf zurück. Es herrscht Armut hier. Das Trinkwasser ist nicht genießbar, Arbeit gibt es kaum. Für viele Familien ist der Vulkan die einzige Einnahmequelle, denn der Pacaya ist ein beliebtes Touristenziel. Rodolfo und seine gesamte Familie leben vom Vulkantourismus. Ich arbeite hier seit meiner Kindheit. Zuerst habe ich die Führer nur begleitet. Mittlerweile haben wir eine Lizenz vom Tourismusverband. Seit 4-5 Jahren haben wir diese Lizenz. Dadurch wurde alles professioneller. Wir haben den Umgang mit Touristen dadurch besser gelernt. So arbeiten wir jetzt. Die Familie lebt in sehr bescheidenen Verhältnissen. Ehefrau Linda teilt den Optimismus ihres Mannes nicht. Trotz Lizenz vom Tourismusverband leben sie von der Hand in den Mund. Jeden Morgen warten sie auf den Anruf der Touristenagenturen. Nur wenn Gruppen geschickt werden, verdienen sie Geld. Was er verdient, wenn er auf den Vulkan geht, das sind 40, 50 Quetzales, 4 bis 5 Euro. Manchmal gibt es großzügige Personen, dann erhält er vielleicht ein Trinkgeld. Im Grunde leben wir vom Trinkgeld. Das ist schon Ausbeutung. Denn die Reisebüros in Antigua werden sehr viel besser bezahlt und dann noch in Dollar. Heute haben sie Glück. Eine Touristengruppe ist angekündigt. Linda und ihr Sohn bieten Touristen ihre Pferde an. Antigua im Schatten des Agua-Vulkans. Weltkulturerbe und Lieblingsziel für Touristen. Wer etwas Abenteuer schnuppern will, bucht bei einer der vielen Agenturen eine Tour an den Pacaya-Vulkan. Die teuren Luxushotels sind gut gebucht. Das Geschäft mit den Touristen boomt. Am Pacaya gibt es keine Hotels. Die Touristen fahren von hier los. Rodolfos Gruppe ist aus Antigua eingetroffen. 12 Touristen führt er heute hinauf. 4 bis 5 Euro bekommt er, egal wie groß die Gruppe ist. Dort ist der Vulkan, den man von Antigua sieht. In Guatemala haben wir 33 Vulkane. 3 davon sind aktiv.
Son tres volcanes activos. Okay. Ahora, Julelef, das Volcán de Fuego tiene fumo, smog. Eine heftige Asche-Eruption des Fuego. Change. Seit dem Ausbruch des Pacaya vor einigen Monaten können Besucher nicht mehr die berühmten Lavaströme sehen, denen man sich früher bis auf wenige Meter nähern konnte. Vor dem Ausbruch hatte der Krater eine runde Form. Jetzt hat er die Form eines Vs. Rodolfo erklärt, dass der Ausbruch vom Mai den Vulkan regelrecht auseinandergerissen hat. Auch wenn es keine fließende Lava mehr zu bestaunen gibt, sind die Touristen beeindruckt. Dicht unter der Oberfläche herrschen unglaubliche Temperaturen. Rodolfo legt etwas Holz über eine Öffnung. Innerhalb weniger Sekunden wird es durch die Hitze entzündet. Die Temperatur hier drin liegt bei ungefähr 600 Grad. Marshmallows am Spieß, geröstet über heißer Vulkanluft. Auch Touristen haben an Vulkanen ihre Rituale. Rodolfo und seinem Sohn schmeckt es ebenfalls. Der Pacaya ist einer der am leichtesten zu besteigenden Vulkane Mittelamerikas. Touristen in Sandalen sind keine Seltenheit. Aber trotzdem bleibt er unberechenbar. Popocatépetl in der Vergangenheit abgelaufen sind. An einer riesigen Bruchkante sind die Schichten aus Vulkanasche, Lava und Ablagerungen der sogenannten pyroklastischen Ströme, das sind heiße Aschewolken, deutlich zu sehen. Das hat mit Sicherheit den ganzen Wald verbrannt, der sich hier befand. Denn hier sieht man organisches Material eingeschlossen, das verbrannt wurde. Das ist ein Beweis dafür, dass Temperaturen von über 200 Grad herrschten. Diese Aschewolken sind ein Hinweis darauf, dass der Vulkan in der Zukunft eine sehr zerstörerische Kraft haben kann. Und zwar bis in weite Entfernungen. Seit 3 Jahren ist das Gebiet um den Popocatépetl in einem Umkreis von 12 Kilometern abgesperrt. Nur die staatliche Vulkanüberwachung SENAPRED hat hier Zugang. Mit einer Sondergenehmigung kann Gerardo Carrasco an diesem Tag die SENAPRED-Mitarbeiter begleiten. Selbst die Vulkanologen kommen normalerweise nicht ohne weiteres so dicht an den gefährlichen Giganten heran. SENAPRED hat den Popocatépetl mit zahlreichen Messstationen umgeben. Er ist einer der am besten überwachten Vulkane des gesamten Feuerrings. In Echtzeit werden die Messdaten zu den Vulkanwissenschaftlern und dem Katastrophenschutz nach Mexico City gesandt. Obwohl die Aktivität des Vulkans in den letzten Jahren geringer geworden ist, gibt es keine Entwarnung. Das Wissen über die künftige Aktivität des Vulkans basiert auf dem Wissen über die Ausbrüche der Vergangenheit. Je mehr wir über die Ausbrüche der Vergangenheit wissen, umso besser können wir künftige Ausbrüche vorhersagen. Vor 2000 Jahren kam es zu einem katastrophalen Ausbruch. Zehntausende Menschen flohen. In sicherer Entfernung wurde Cholula gegründet und die größte Pyramide der Welt gebaut. Die Spanier schütteten nach ihrer Ankunft die Pyramide zu und setzten eine Kirche auf die Spitze. Die Pyramide von Cholula sollte den Vulkan besänftigen, die jüngsten Aktivitäten des Colima.
Der wachsende Lavadom macht dem Wissenschaftler Sorgen. Eine plötzliche heftige Explosion würde Unmengen von Geröll, Lava und heiße Aschewolken ins Tal schleudern. Eine Gefahr für die Menschen in den nahegelegenen Dörfern. Mit einer Wärmekamera erkennen wir, welche Teile des Lavadoms heißer sind. Das zeigt, wo das Magma herkommt. Wir müssen verstehen, wie sich Lavakristalle formen, wenn Lava abkühlt. Und wir untersuchen die austretenden Gase. Das Ziel der Wissenschaftler ist es, Ausbrüche präziser vorhersagen zu können. Nur 7 Kilometer vom Krater entfernt liegt das kleine Dorf La Yerba Buena. Wiederholt evakuierte man die Menschen, ohne dass es zum befürchteten Ausbruch kam. Jetzt wirkt der Ort wie ausgestorben. Vulkanasche auf dem Sportplatz, die Schule ist geschlossen. Militärische Sonderzone, besagt dieses Schild. Denn einige Familien weigerten sich, den Anordnungen der Behörden zu folgen. Von einst 50 Familien leben nur noch 10 hier. Eine davon ist die von Alicia Mejia. Trotz Schikanen der Behörden und des Militärs will sie in La Yerba Buena bleiben. Risiko gibt es überall. Aber wir sind daran gewöhnt, in der Nähe eines Vulkans zu leben. Sie wollten uns immer wieder von hier evakuieren, wenn es am Vulkan rumorte. Aber die Gefahr ging immer vorüber. Worin soll denn die Gefahr bestehen? Am Dom des Vulkans kommt es manchmal zu Ausbrüchen. 2 bis 3 Stunden später kommen dann die Behörden und wollen uns evakuieren. Aber da ist es immer schon wieder vorbei. Es gab also nie einen Grund, von hier wegzugehen. Den Familien, die gingen, baute die Regierung einige Kilometer entfernt kleine Häuser. Dort ist auch die Schwester von Alicia hingezogen. Sie glaubt, La Yerba Buena sei zu gefährlich. Wir sind aufgrund der Warnungen über die Gefahren hergezogen, die der Zivilschutz uns gab. Ich habe 2 Kinder. Meine Tochter hatte Asthma, das scheint jetzt weg zu sein. Das andere Kind hatte das auch und man sagte uns, das sei durch die Asche verursacht. Ich glaube, meine Schwester begeht einen Fehler. Sie sollte diese Entscheidung für ihre Kinder treffen und... Mit 12 Jahren nahm ihn eine Tante mit zu den ersten Vulkanritualen. Der Popocatépetl ist für ihn ein Ort, an dem Engel leben und mit den Menschen in Verbindung treten. Beim letzten großen Ausbruch sind viele Menschen geflohen. Ich bislang nicht. Ich habe keine Angst vor einem Ausbruch. Ganz im Gegenteil. Ich muss dann sogar hingehen und ein Reinigungsritual abhalten. Denn irgendetwas stimmt nicht. Wir glauben, dann leidet etwas. Gott wird dieses Leiden abwenden und uns schützen, damit uns nichts passiert. Don Epifanio wohnt mit seiner Familie im kleinen Dorf Metepec, in Sichtweite des Popocatépetl. Jetzt, Ende September, nach einer langen Regenzeit, bricht er an diesem Morgen mit Männern aus dem Dorf auf, um am Vulkan für die Ernte der Saison zu danken. Der stundenlange Aufstieg ist mühsam. Der Regen der vergangenen Wochen hat den Boden aufgeweicht. Wir werden von Engeln geleitet. Sie überbringen uns Nachrichten, die uns sagen, was wir tun müssen, um das zu bekommen, was wir brauchen. Nämlich Regen. Oder wenn Stürme kommen, haben wir Träume. Dann wissen wir, was wir machen müssen, damit diese Stürme sich beruhigen und uns nichts anhaben.
Die Misioneros del Temporal haben einen tiefen christlichen Glauben. Die Zeremonien führen aber auch zurück in die Zeit vor Ankunft der Spanier. Die Azteken verehrten am Vulkan ihre Regengötter. Julio Glockner ist Anthropologe. Seit 13 Jahren begleitet er die Misioneros an den Popocatépetl. Die Rituale sind sehr wichtig. Es geht nicht nur um eine Beziehung mit dem Vulkan als Naturphänomen. Die gesamte Natur hat eine Art parallele Existenz, eine spirituelle Existenz. Die Vulkane haben eine Seele, aber auch Wolken, der Wind, Flüsse und Pflanzen. Die Aufgabe der Rituale ist es deshalb, mit dieser parallelen Welt durch den Akt des Rituals in Verbindung zu treten. Mit Farben vermischt wurde. Vicente Rojo spielt in seiner Kunst mit den Gegensätzen von Abstraktion und Wirklichkeit. Hinaus in diese Wirklichkeit zieht es jede Woche den jungen Maler Jorge Obregón. Im Morgennebel erhebt sich der Popocatépetl über die umliegenden Dörfer. Vulkane sind für den Künstler zu einer wahren Obsession geworden. In Mexiko hat er bereits fast alle gemalt. Wie José María Velasco im 19. Jahrhundert und der berühmte Dr. Attel im 20. vor ihm, auch für Jorge Obregón sind Vulkane das beherrschende Thema in seinen Bildern. Kunst, Musik, Architektur. Mexiko ist geprägt von seinen Vulkanen. Als ich an die Universität kam, wusste ich nichts von den ganzen Vulkanen. Ich kannte den Popocatépetl, Iztaccíhuatl und zwei, drei andere und dachte, gut, das sind unsere Vulkane. Als ich dann zum Malen auf Hügel stieg, entdeckte ich die Krater. An der Universität fragte ich Geologen, was das sei. Sie erklärten mir, wir leben auf dem Vulkangürtel, der vom Golf von Mexiko bis zum Pazifik reicht und voller Vulkane ist. Den Colima-Vulkan hat Jorge bereits mehrfach gemalt. Er liegt nahe der pazifischen Küste. Erst von oben sieht man, wie aktiv er ist. Im Krater baut sich seit 4 Jahren ein neuer sogenannter Lavadom auf. Mittlerweile wird die Lava bei Eruptionen über den Kraterrand gedrückt und Gerölllawinen stürzen ins Tal. Seit 10 Jahren arbeitet der britische Vulkanwissenschaftler Nick Varley an der Universität von Colima. Es ist einer der aktivsten, wenn nicht sogar der aktivste Vulkan Nordamerikas, seit 1998 ohne Unterbrechung. Ständig überwachen die Wissenschaftler den Vulkan. 300.000 Menschen leben in unmittelbarer Nähe. Mit einer Wärmekamera kontrolliert Nick Varley an diesem Morgen die jüngsten Aktivitäten des Colima. Der wachsende Lavadom macht dem Wissenschaftler Sorgen. Eine plötzliche heftige Explosion würde Unmengen von Geröll, Lava und heiße Aschewolken ins Tal schleudern. Eine Gefahr für die Menschen in den nahegelegenen Dörfern. Der Cerro de la Estrella war bereits für die Azteken ein heiliger Ort. Tlaloc, der Regengott, wurde in Höhlen des ehemaligen Vulkans verehrt. Moderne Nachfahren der Azteken haben die Höhlen für Zeremonien wiederentdeckt. Eine Rückbesinnung auf aztekische Rituale, vermischt mit christlichen Elementen. Auch den Ahnen wurde in aztekischer Zeit bei solchen kultischen Handlungen gedacht. Der Regengott Tlaloc wird angerufen. Für die Azteken zählte er zu den wichtigsten Gottheiten.
Im heutigen Mexiko hat die Ahnenverehrung einmal im Jahr ihren besonderen Höhepunkt. Der Día de los Muertos. Auch am Cerro de la Estrella findet Anfang November eine Prozession statt. Tausende strömen den erloschenen Vulkan hinauf. Das aztekische Pelota de Fuego wird gespielt. Eine Art Hockey mit einem Feuerball. Mexico City liegt in einem riesigen Tal, umgeben von Vulkanen. Die Kathedrale am zentralen Zócalo. Die Spanier bauten sie aus den Vulkansteinen einer niedergerissenen Pyramide der Azteken. Die Fassaden der meisten Gebäude der Altstadt wurden mit roten oder schwarzen Lavasteinen gebaut. Wo sich einst Lavafelder erstreckten, das Olympiastadion. Und die berühmte Universität UNAM. Eine Stadt, gebaut auf und mit Lava. Auch im 20. Jahrhundert haben Mexikos Vulkane viele Architekten beeinflusst. El Pedregal, ein moderner Villenvorort. In den 50er Jahren waren hier noch Lavafelder. Ein Architekt schuf Villen, die mit Lavasteinen gebaut wurden. Vor 10 Jahren begleitet er die Misioneros an den Popocatépetl. Die Rituale sind sehr wichtig. Es geht nicht nur um eine Beziehung mit dem Vulkan als Naturphänomen. Die gesamte Natur hat eine Art parallele Existenz, eine spirituelle Existenz. Die Vulkane haben eine Seele, aber auch Wolken, der Wind, Flüsse und Pflanzen. Die Aufgabe der Rituale ist es deshalb, mit dieser parallelen Welt durch den Akt des Rituals in Verbindung zu treten. Don Epifanio ist aufgebracht. Der heiligste Ort am Vulkan ist von anderen schmutzig zurückgelassen worden. Hier dürfen keine Totenkreuze aufgestellt werden, denn an diesem Ort ruhen sich die Engel aus, die für Wind, Wolken, Blitz und Donner verantwortlich sind. Dies ist ihr Platz. Totenkreuze gehören auf den Friedhof, nicht hierhin. Leider gibt es immer wieder Leute, die solche Kreuze aufstellen. Aber wir können uns hier nicht herumstreiten. Schließlich ist das ein heiliger Ort. Im Glauben der Menschen sind die Vulkane mit der spirituellen Welt verbunden. Sie sorgen für Wasser und erhalten daher das Leben auf der Erde. Saludando a tu belleza y en tu reino celestial. Mit dem Ritual reinigen Don Epifanio und die Männer die heiligen Orte am Popocatépetl. In ihrem Glauben verhindern sie so, dass die Engel Unreines aufnehmen und sich zu etwas Negativem entwickeln, zum Beispiel zu Unwetter. Wenn die Aktivität am Vulkan zunimmt, er sogar droht auszubrechen, dann, weil er sich von den Menschen verlassen fühlt. Gerardo Carrasco ist Vulkanwissenschaftler. Mit einem Kollegen ist er unterwegs am Popocatépetl. 25 Millionen Menschen leben im Großraum des Vulkans. Am gesamten pazifischen Feuerring gibt es keinen anderen Vulkan, der so viele Menschen bei einem starken Ausbruch gefährden könnte. Hier haben wir Magma von der Eruption. Es ist sehr porös. Er fühlt Dinge.
Wenn er ausbricht, dann deshalb, weil er sich verlassen fühlt, weil es keine Zeremonien gibt, weil die Menschen die heiligen Orte und Rituale nicht achten. Das ist vergessen worden. Daher fühlt er sich verlassen. Don Epifanio hat eine besondere, eine spirituelle Verbindung zum Popocatépetl. Mit 12 Jahren nahm ihn eine Tante mit zu den ersten Vulkanritualen. Der Popocatépetl ist für ihn ein Ort, an dem Engel leben und mit den Menschen in Verbindung treten. Beim letzten großen Ausbruch sind viele Menschen geflohen. Ich bislang nicht. Ich habe keine Angst vor einem Ausbruch. Ganz im Gegenteil. Ich muss dann sogar hingehen und ein Reinigungsritual abhalten. Denn irgendetwas stimmt nicht. Wir glauben, dann leidet etwas. Gott wird dieses Leiden abwenden und uns schützen, damit uns nichts passiert. Don Epifanio wohnt mit seiner Familie im kleinen Dorf Metepec, in Sichtweite des Popocatépetl. Jetzt, Ende September, nach einer langen Regenzeit, bricht er an diesem Morgen mit Männern aus dem Dorf auf, um am Vulkan für die Ernte der Saison zu danken. Der stundenlange Aufstieg ist mühsam. Der Regen der vergangenen Wochen hat den Boden aufgeweicht. Wir werden von Engeln geleitet. Sie überbringen uns Nachrichten, die uns sagen, was wir tun müssen, um das zu bekommen, was wir brauchen. Nämlich Regen. Oder wenn Stürme kommen, haben wir Träume. Dann wissen wir, was wir machen müssen, damit diese Stürme sich beruhigen und uns nichts anhaben. Die Misioneros del Temporal haben einen tiefen christlichen Glauben. Die Zeremonien führen aber auch zurück in die Zeit vor Ankunft der Spanier. Die Azteken verehrten am Vulkan ihre Regengötter. Julio Glockner ist Anthropologe. Seit 13 Jahren begleitet er die Misioneros an den Popocatépetl. Gibt es immer wieder Leute, die solche Kreuze aufstellen? Aber wir können uns hier nicht herumstreiten. Schließlich ist das ein heiliger Ort. Im Glauben der Menschen sind die Vulkane mit der spirituellen Welt verbunden. Sie sorgen für Wasser und erhalten daher das Leben auf der Erde. Saludando a tu belleza y en tu reino celestial. Mit dem Ritual reinigen Don Epifanio und die Männer die heiligen Orte am Popocatépetl. In ihrem Glauben verhindern sie so, dass die Engel Unreines aufnehmen und sich zu etwas Negativem entwickeln, zum Beispiel zu Unwetter. Wenn die Aktivität am Vulkan zunimmt, er sogar droht auszubrechen, dann, weil er sich von den Menschen verlassen fühlt. Gerardo Carrasco ist Vulkanwissenschaftler. Mit einem Kollegen ist er unterwegs am Popocatépetl. 25 Millionen Menschen leben im Großraum des Vulkans. Am gesamten pazifischen Feuerring gibt es keinen anderen Vulkan, der so viele Menschen bei einem starken Ausbruch gefährden könnte. Hier haben wir Magma von der Eruption. Es ist sehr porös. Das zeigt, dass bei der Eruption viele Gase vorhanden waren.
Dadurch wurde dieses ganze Material weit in die Höhe geschleudert. Danach fiel es herunter und bildete diese Schicht. Die beiden Wissenschaftler sind Geologen. Mit ihrer Spurensuche können sie genau feststellen, wie die gewaltigen Ausbrüche am Popocatépetl in der Vergangenheit abgelaufen sind. An einer riesigen Bruchkante sind die Schichten aus Vulkanasche, Lava und Ablagerungen der sogenannten pyroklastischen Ströme, das sind heiße Aschewolken, deutlich zu sehen. Das hat mit Sicherheit den ganzen Wald verbrannt, der sich hier befand. Denn hier sieht man organisches Material eingeschlossen, das verbrannt wurde. Das ist ein Beweis dafür, dass Temperaturen von über 200 Grad herrschen. Sie stand immer oben auf dem Vulkanaltar im Haus. Wir denken, das stellt den Popocatépetl in menschlicher Form dar. Es ist eine Personifizierung des Vulkangeistes. Die Wissenschaftlerinnen sind überzeugt, die Rituale mit kleinen Vulkannachbildungen begannen nach dem großen Ausbruch, der so viele Menschen vertrieben hatte. Dieses Gesicht stand aufrecht auf einer kleinen Erhebung, die sich so in eine größere Erhebung fortsetzte. Darunter befanden sich kleine Kamine. Wenn in diesen Kaminen etwas verbrannt wurde, stieg der Rauch hinter den Skulpturen auf. Wir glauben, damit wollte man den Rauch nachbilden, der noch immer aus dem Vulkan aufsteigt. Morgens um 6 Uhr. Noch ohne Smog ist der Popocatépetl von Mexico City aus zu sehen. Die ständig wachsende Riesenmetropole ist umgeben von aktiven und erloschenen Vulkanen. Viele, die hier leben, wissen nicht einmal, dass die Hügel am Stadtrand eigentlich Vulkane sind. Apartmentgebäude in einem ausgehöhlten Krater. Andere Vulkane werden nach und nach abgetragen, die Steine zum Straßenbau verwendet. Der Cerro de la Estrella war bereits für die Azteken ein heiliger Ort. Tlaloc, der Regengott, wurde in Höhlen des ehemaligen Vulkans verehrt. Moderne Nachfahren der Azteken haben die Höhlen für Zeremonien wiederentdeckt. Eine Rückbesinnung auf aztekische Rituale, vermischt mit christlichen Elementen. Auch den Ahnen wurde in aztekischer Zeit bei solchen kultischen Handlungen gedacht. Der Regengott Tlaloc wird angerufen. Für die Azteken zählte er zu den wichtigsten Gottheiten. Im heutigen Mexiko hat die Ahnenverehrung einmal im Jahr ihren besonderen Höhepunkt. Der Día de los Muertos. An einem ganz bestimmten Punkt, über einem bestimmten Gipfel, würde zum Beispiel am 21. Dezember die Sonne hinter den Bergen aufgehen. In Tacalik-Abach nutzten die frühen Mayas die Vulkane für ihre Zeitmessung. Der Pacaya-Vulkan ist der gefährlichste Vulkan Guatemalas. Er liegt nur 40 Kilometer von der Hauptstadt des Landes entfernt. Ende Mai 2010 gab es den letzten schweren Ausbruch. Zwei Menschen starben. Asche ging auf Guatemala City nieder. Der Flughafen wurde geschlossen.
Durch die Explosionen wurde ein ganzer Teil der Vulkanspitze fortgeschleudert. Die Menschen kehrten bald darauf zurück. Es herrscht Armut hier. Das Trinkwasser ist nicht genießbar, Arbeit gibt es kaum. Für viele Familien ist der Vulkan die einzige Einnahmequelle, denn der Pacaya ist ein beliebtes Touristenziel. Rodolfo und seine gesamte Familie leben vom Vulkantourismus. Ich arbeite hier seit meiner Kindheit. Zuerst habe ich die Führer nur begleitet. Mittlerweile haben wir eine Lizenz vom Tourismusverband. Seit 4-5 Jahren haben wir diese Lizenz. Dadurch wurde alles professioneller. Wir haben den Umgang mit Touristen dadurch besser gelernt. So arbeiten wir jetzt. Die Familie lebt in sehr bescheidenen Verhältnissen. Ehefrau Linda teilt den Optimismus ihres Mannes nicht. Trotz Lizenz vom Tourismusverband leben sie von der Hand in den Mund. Jeden Morgen warten sie auf den Anruf der Touristenagenturen. Nur wenn Gruppen geschickt werden, verdienen sie Geld. Vaya por un neto, ahí estamos. Buen día. No lo genera porque lo que él... Was er verdient, wenn er auf den Vulkan geht, das sind 40, 50 Quetzales, 4 bis 5 Euro. Manchmal gibt es großzügige Personen, dann erhält er vielleicht ein Trinkgeld. Im Grunde leben wir vom Trinkgeld. Das ist schon Ausbeutung, denn die Reisebüros in Antigua werden sehr viel besser bezahlt.